Probieren wir es einfach mal, ob das vielleicht was hilft. Nein, 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 nein. Lass es. Oh! Ich habe im Flug noch getasert. Okay, das sollte jetzt eigentlich nicht lustig sein, aber das war auch mal ein Zufall, dass ich im Flug getasert habe. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu LSPDFR. Wir sind wieder zurück am Start und heute habe ich mal ein sehr, ich glaube, das hatten wir noch nie in der ganzen Reihe drin, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar ist es hier ein wunderschöner Las Vegas Ford Explorer vom Jahre 2013. Also ich finde Las Vegas, das Police Department, eh sehr, sehr geil vom Design her. Und vor allem hier die Lightbar ist auch sehr sweet, würde ich jetzt mal behaupten. Die ist auf jeden Fall sehr geil. Und die hatten wir eigentlich noch nie so im Spiel, glaube ich auch. Der Kandidat hier, also ihr wisst ja, ich mache eigentlich normal immer, bevor die Folge startet, mache ich Thumbnails. Und dann nehme ich dann halt irgendeins. Der Typ hier ist mir gerade voll auf den Sack gegangen, weil der mir die ganze Zeit reingelaufen ist, wenn ich ein Bild machen wollte. Und genau aus diesem Grund werde ich den Typen jetzt hier aufhalten. Weil der mir echt so gegen den Strich gerade gegangen ist, da musste echt mehr rausgezogen werden. Guten Tag. Jetzt bleiben sie stehen und hauen sie nicht ab. Dankeschön. So, haben wir gerne den Ausweis gesehen. Ha! Was hat denn der für Schuhe an auch hier? Alles klar, voll die kaputten Schuhe. Der ist hier fertig mit dem Leben, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem, was haben die immer für Namen, ey? Na gut, der wollte mal gegen mein Auto pissen. Also, gut, er hat es nicht gemacht, weil ich ihn immer weggekickt habe, aber gut, ich lasse ihn jetzt mal gehen, das ist mir jetzt auch egal. Also, ich muss ja immer sagen, ich finde der LSPDFR immer ganz schön in der Hinsicht, im Gegensatz zu Arma 3. Arma 3 Videos werden jetzt übrigens auch, hoffe ich, in Kürze kommen, also zumindest ein Best-of kommen, das habe ich auch schon fertig soweit geschnitten, weil Arma 3 halt echt, sag ich mal, da musst du halt echt nach Gesetzen handeln und darfst du nicht irgendwie Leute grundlos festnehmen und so, was ich ja in GTA 5 darf, und da bin ich ja auch sehr froh darüber, dass ich das kann, weil man muss ja what the fuck, wieso hat er jetzt gerade die Kamera so gemoved? Okay, das ist komisch. Gut, ich lasse sie jetzt mal hier in Ruhe und mache mal bei denen eine Verkehrskontrolle. Ich habe mir heute auch mal absichtlicherweise, finde ich, mal ein ruhigeres Gebiet gesucht, weil man da, finde ich, weil das ja auch mal zu LSPDFR dazu gehört, ein bisschen. Ja, und die erste Verfolgung, wow, alles klar. Ich sag mal nichts dazu. Es juckt es mich gerade die ganze Zeit am Rücken. Was ist denn los? Was soll denn das jetzt? Haut der hier ernsthaft ab oder was? Bitte mal stehen bleiben. LAPD? Kann es sein? Ja, lass mich als Polizei fahren. In meine Fresse jetzt! Okay, dann fahren wir halt Offroad. Oh mein Gott, da ist ein Fluss. Pass auf. Okay, da fahre ich vielleicht doch nicht Offroad. Ja, gut, das ist natürlich schön, wieder mit der Realistic Handling Line hier einen Pursuit zu machen. Wieso nicht? Aber ihr seht ja gleich, dass es hier echt sehr viel stabiler läuft. Also die meiste Zeit. Gut, jetzt fahr rechts ran. Rechts ran fahren. Rechts ran fahren. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja, ja, ja. Nein, jetzt habe ich gedacht. Yo. So, jetzt ist Endstation. Raus da. Raus da. Get out of the vehicle. Stop your car. Get down on the ground. You sorry piece of crap. Der sagt halt immer den gleichen Spruch. You sorry piece of crap. Wow, alles klar. Gut, sag ich mal nicht dazu. Die Sirene ist nur leicht nervig. Also beachte nicht die Sirene. Ich schalte sie gleich wieder aus. Kleinen Moment. Ich schalte sie schnell aus. Die ist ein bisschen nervig. Ja, nein, da sollst du nicht einsteigen, du Gurke. Ah, jetzt will er da... Das ist irgendwie immer ein bisschen blöd, weil der wird jetzt da einsteigen. Obwohl der hier abgeholt wird. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch die Sirene ausgeschaltet, aber das war die Sirene beim Kollegen, was da noch gelaufen ist. Fucker, alles klar. Kurz und bündig, möchte ich sagen. Ah, so, dann schleppen wir mal den Karren hier ab. Zulala. Ah, da ist ja schon der Tow Truck, der kommt da einfach hergeportet, wieso nicht? Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder beim nächsten Einsatz, das bedeutet.
Ja, liebe Leute, wir haben hier einen sehr dringenden Einsatz. Und zwar haben wir hier einen Selbstmordversuch mal wieder. Den haben wir in letzter Zeit sehr oft, wo ich mir denke, wieso wollen die Leute sich alle umbringen? Liegt es daran, dass ich so scheiße streng bin oder wie? Was ist da los? Ich weiß es nicht. Ja, die fahren da mal kurz rüber, so ein Stückchen. Und dann schauen wir mal, was der hier uns zu sagen hat. Ich habe ja gesehen, ich glaube, dieses Suicide Attempt, das ist ein Mod, ein Callout-Pack von einem bestimmten Herren, der erstes geupdatet hat. Und ich glaube, der hat da neue Dialoge hinzugefügt. Es wäre natürlich geil, wenn es hier jetzt neue Dialoge gäbe und so. Gut, ach, das ist der da oben. Alles klar. Ich kann mich schon erinnern, ich glaube, da haben wir sogar schon mal gemacht, aber da ist dann irgendwie mal ein Spiel abgeraucht oder so, glaube ich. So, zu wem müssen wir gehen? Ach, zu ihnen hier. So, guten Tag. Thank goodness you're here. Ja, kein Problem, dass ich hier bin. We need you to go up there fast. Wieso muss ich eigentlich da immer hingehen? And convince him to not commit suicide. Come on. Ja gut, ich gehe da mal schnell hoch, schnell. Was? Ich gehe da schnell hoch. Muss ich mit dir noch reden oder so? Muss ich noch hier? Gib it noch Spaß. Nichts mehr. Okay. Gut, dann gehe ich da mal schnell hoch. So, da la. Was steht da eigentlich? Love, Throat? Alles klar. Gut, schnell da hochklettern. Oh mein Gott, jetzt... Alter, was machst du denn? Huiuiui, Herr Toni, sie machen nur Scheiße hier. In Sachen laufen. Gut, dann gehen wir mal schnell zu den hoch und, übergehen und versuchen. Oder, ja, versuchen ihn zu überreden, dass er nicht springt. Wir können... achso, wollte ich gerade schon fragen, wie komme ich da wieder hoch? So, guten Tag, der Herr. Oder die Dame? Nee, der Herr. Ich habe da immer so ein paar Probleme. Your wife is waiting for you, don't do it. Ich mach mal, your wife is waiting for you. Your wife is waiting for you, don't do it. Ihre Frau wartet zu Hause, tun sie es nicht. Do you think you're funny? She's dead. Ja, sie ist tot. You're totally useless. You don't have to do this. Ich sag mal, you don't have to do this. Weil letztes Mal haben wir, glaube ich, die andere Option verwendet. Mal schauen, wir... Nobody understands me. You are real psycho. was sagen wir denn jetzt? Ich sag mal, I want to help you, weil seine Familie... Kann das sein, dass sie tot ist, wenn seine Frau hier auch schon tot ist? Probieren wir es einfach mal, ob das vielleicht was hilft. Nein. Lass es. Oh. Ich habe ihn im Flug noch getasert. Okay, das sollte jetzt eigentlich nicht lustig sein, aber das war auch mal ein Zufall, dass ich ihn im Flug getasert habe. Der hat den Taser nicht schnell genug rausgeholt. Der hat da, irgendwie macht er da immer so Bewegungen und holt den Taser nicht raus. Das ist ein bisschen nervig. Aber na gut. Dann haben wir noch einen Toten. Ja, servus. Das war natürlich jetzt wieder eine sehr tolle Situation. Irgendwie bin ich nicht, glaube ich, so gut bei solchen Einsätzen. You did all you could. Ja, habe ich echt gemacht. Gut, dann warst du hier. Ja, jetzt fahren sie alle wieder. Na gut. Dann, Alter, da haben sie einfach den Officer tot gefahren. Oh nee, er ist doch nicht tot. Aber der ist tot, für den brauchen wir einen Corona, ne? Oder liegt der jetzt noch da? Ja, der liegt noch da. Okay, Corona. So. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir gleich den nächsten Einsatz, ne? Wir sehen uns in ein paar Minütchen, ne? Bis dann. Ja, liebe Leute, wir haben einen Hit and Run hier wieder am Start. Es geht hier echt gerade Einsatz zu Einsatz. Hit and Run. Für die, was es nicht wissen, ist ja hier, glaube ich, meines Wissens nach eine Fahrerflucht. Also, genau, dass hier jemand getroffen wurde von einem Autofahrer und der dann geflüchtet ist. Gut, dann gehen wir mal hier mit den Zeugen so weit, was der hier zu sagen hat. Hello, did you see this happen? Ja, wir fragen, ob er das hier gesehen hat, die Situation. Ja, ein Fahrzeug kam aus nirgendwo und... hat ihn mitgenommen. Dann fragen wir natürlich wieder, ob irgendeiner von uns Informationen über das Fahrzeug hat, glaube ich. Ich kann es nicht mehr ganz fertig lesen, leider. Yes,
Ja, geil. Es war ein Uxby. Da weiß ich jetzt wieder voll, was das für ein Fahrzeug ist. Alles klar. What about the license plate? Ja, wie ist die Nummernschild? License plate was 29V, bla bla. Ha, Entschuldigung. Gut, das war hier irgendeine License plate. An ABB has been placed on the vehicle. Single for the bla bla bla. Ja, ja, ja. Wir haben uns noch bedankt und so weiter. Also nichts Dramatisches. Gut, haben wir dann bei ihm vielleicht noch einen Ausweis hier? Und er tut hier am Boden so hin und her flippen. You spin me right, right, baby, right round. Oh, ein Hundi. Ich habe Angst vor Hundis. Die sind immer ganz böse. Gut, der hat anscheinend nichts dabei. Gut, dann suchen wir mal nach den guten Herren. An ABB has in place on a vehicle. Ja gut. Muss ich jetzt mit denen noch reden oder wie? Ich glaube nämlich schon. Muss ich mit denen noch weitergehen? Oder sind wir fertig? Gut, und mit ihnen kann ja auch nichts machen. Na gut, ich weiß nicht, was das für ein Fahrzeug war. Weil, ich habe ja hier jetzt kein Modell. Der Einzige, was sie die ganze Zeit in Kreis hat, ist der Typ hier. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er das ist. Aber irgendwie zeigt es mir auch noch den Typen da hinten an. Soll ich da noch was machen? Oder hat sie meinen Einsatz hier soweit verabschiedet? Weiß er nicht. Ich glaube fast eher das. Ich kann aber mit denen hier nichts mehr machen. Gut, ich schau mal. Oder ich breche den Einsatz ab, weil irgendwie ist der, glaube ich, gerade ein bisschen verbuggt. Glaube ich. Was ist denn das hier? Zwei, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Irgendwas mit 2,9 am Anfang, weiß ich. Ja gut, wo kann denn der sein, bitteschön? Schwierig ist es, also diese Sucheinsätze, sage ich mal. Na gut, ich suche dir mal und schau mal, ob ich den soweit finde. Ich melde mich dann gleich zurück, liebe Leute. Hey, guten Tag zurück, liebe Leute. Ich hatte gerade einen sehr schönen Spielabsturz. Und das Bittere war halt, da habe ich schon mal eine schöne Verfolgung gehabt, tatsächlich mal. Hier am Start, und dann stürzt das Spiel ab, wo ich mir denke, danke schön, Spiel. Darum bin ich jetzt mal hier nach Los Santos gedüst, in die Innenstadt, und mache mal gerade eine Verkehrskontrolle bei den Herren. In der Hoffnung, dass er abhaut, aber schaut wohl nicht so aus. Gut, dann fahren wir weiter, weil ich suche gerade bahnbrechend nach einer Verfolgung, muss ich sagen. Aber den Namen kann ich ja gerade noch schnell überprüfen, oder auch nicht. Gut, das geht im Auto nicht. Das ist natürlich auch sehr schön zu wissen. Und hier bei Radio kann ich ihn nicht mehr checken. Na gut, wir brauchen mal wieder hier eine deftige Verfolgung. Entschuldigung, ich stoße gerade echt auf. Ich wollte sagen, wir brauchen hier mal wieder eine deftige Verfolgung, finde ich. Und die versuche ich hier gerade herauszufordern, sage ich mal. Aber irgendwie sind die Leute hier gerade alle zu brav. Das ist echt ein bisschen scheiße. Gut. Da denke ich mir halt nur so, Dankeschön. Gut, ich bräuchte meinen Führerschein. Clitus Unknown. Ja, Unknown. Ich glaube, das ist nicht der Name. Was? Ja, mach mal. License is suspended. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Da, da, da. Okay. So. Gut. Ach, da ist ja noch ein Beifahrer. Ja, halt, stopp. Den Ausweis will ich ja auch mal sehen. Toasty. Alles klar. Toasty Hock. So, was ist bei ihm? Alter Schwede. Okay, er fährt ohne Führerschein und der andere wird vom LSPD gesucht. Also, das ist ja mal hier... Das ist ja mal ein Zufall, ne? Ja, gut, dann steigen sie mal aus, die Herren. Aus dem Fahrzeug. Und sie bleiben alle beide da. Sie auch. Da bleiben.
Halt, stopp. Sie bleiben schön, wo sie sind. Okay, er hat es gern mal Vorgang, weil er natürlich gesucht wird hier. Okay, der andere ist es leider weggelaufen, das habe ich mir schon gedacht. Da hätte ich vielleicht Verstärkung rufen müssen, Leute, das braucht ihr mir nicht sagen. Das war, glaube ich, mein Fehler hier an der Stelle. Aber na gut, ist ja jetzt schon zu spät. Die Meldung immer sehr schön. Gut, das tut mir natürlich sehr leid. Also für Leute, die vielleicht hier neu dazuschalten, diese Meldung habe ich natürlich reingemacht. Das ist hier ein kleines Easter Egg meinerseits. Also ich habe so ein paar Funkmeldungen durch andere Sachen ersetzt und finde ich eigentlich ganz lustig. So, nein, du steigst nicht ein. Hör auf. Ich habe für dich den Transporter gerufen. So. Bei mir fährst du heute nicht mit. So, gut, dann fahren wir mal auf die Seite. Würde der YouTube-Bürger Sachen hier. Und dann beobachten wir mal den Verkehr weiter. So, ist heute auf jeden Fall sehr neblig, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall hier nicht das optimale Wetter. Bei denen ist gerade ein Reifen geplatzt, glaube ich. Aber, na gut, was ich ja bei LSPDFR auch ganz wichtig finde, ist mal den Random-Aspekt zu beobachten. Weil der ist natürlich auch immer interessant. Der war bei GTA 4, sage ich mal, glaube ich, noch... oder da musste man ihn ja, sage ich fast, nehmen, weil bei in GTA 4 ist ja kaum Einsatz, konntest du ja keine Einsätze forcen, soweit. Und da musstest du halt abwarten, bis einer reingekommen ist. Aber, na gut, LSPDFR, da passiert ja auch vieles einfach ganz, sage ich mal, zufällig und das ist ja auch gut so, finde ich. Darum mache ich auch gerade mal so ein bisschen Verkehrskontrollen, weil da kann natürlich auch interessantes Zeug passieren. Da gehört wieder eine Rebel Radio hier. Deutsche Sprache verlässt mich. So, was ist jetzt los? Heute bitte noch. Ich will dich heute noch... Alter! Alter! Um Gottes Willen, hallo, jetzt bleib doch mal stehen. Ey, der hat hier voll die Amokfahrt. Leute, schaut euch den hier an, der macht hier voll die Amokfahrt. Hallo, stehen bleiben jetzt. Alter Schwede, was geht denn bei ihm ab? Jetzt bleiben sie stehen, alter Schwede. Boah. Wer war denn jetzt da der Fahrer? War er hier der Fahrer oder sie? So, stehen bleiben. Es ist festgenommen im Namen des LSPD. Sie haben hier gerade noch... Der hat sogar hier noch jemanden mitgenommen. Also das muss man sich mal geben, was der Typ hier gerade für ein Chaos verursacht hat. Gut, ich mach mal schnell die Sirene aus, weil die echt nervig ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, setz dich von mir aus rein. Bis der Transporter da ist, so, weil es ist echt nervig, die Sirene sonst. Gut, dann hier, der Karre muss wieder weg. Vom Fenster. Alter, der hat die ordentlich jetzt noch zu Schrott gefahren. Gut, die war vorher schon sehr kaputt, aber jetzt hat er hier ihr noch den Rest gegeben, sage ich mal. Also der hier hat's hier, der hat's Knüppelknochen hart hinter den Ohren, sage ich mal. Eieieiei. Puh, ja, was rede ich denn heute? Guten Tag, Kollegen. Nimmt den Herrn mal mit hier. Der ist echt so, Waste of Space, genau so ist es. Na gut, was bei dem Auto noch sehr lustig ist, ist das da oben, da verstehe ich aber nicht, wieso das passiert. Aber naja, da funktioniert anscheinend irgendwas sehr toll bei dem Auto. Das kann aber auch daran liegen, dass ich eine Datei nicht eingefügt habe, aber... Psst, ich gebe ja gern anderen die Schuld immer bis dir. Wir kennen die ja, ne? Also brauche ich ja nicht sagen. Gut, ist hier sonst noch irgendeiner... Also der hat hier mal eine richtige schöne Amokfahrt hingelegt. Das war ja mal wieder mehr als erträglich. Gut, parken in der Gegend. Was ist denn los mit euch? Halt, stopp. Lass es. Oh mein Gott, aua. Jetzt steh auf. Jetzt geh raus aus der Karre. Spinnst du denn? Du hast so eine Schraube locker hier. Ja, alles klar. Ich kriege wieder einen Crash. Das ist doch der Wahnsinn, ey. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich werde dann die Folge an der Stelle mal beenden, weil zwei Crashes in der Folge sind dann schon ein bisschen krass. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da. Und abonniert, wenn ihr es...
lasst ein Abo da und abonniert, klar. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich würde mich über jeden Daumen und jedes Abo freuen, wie immer natürlich. Und haut rein, bis dann, euer Tunigod. Tschüss.